Ich darf erstmal herzlich willkommen sagen und Sie heute zu unserem Vortrag begrüßen von LBV Fürstenfeldbruck. Mein Name ist Angelika Dester und wir sind heute wenige hier im Saal. Allerdings haben wir noch, ich glaube, über 20 Online-Teilnehmer. Fast 30 Online-Teilnehmer, also viele haben dann doch die Couch zu Hause bevorzugt und die möchte ich natürlich auch ganz herzlich begrüßen. Welches Thema haben wir heute? Es geht um das Thema Wald, beziehungsweise vor allem darum, wie sich der Wald verändern wird, weil er steht im Wandel des Klimawandels. Ne? Also er ist stark davon betroffen, gleichzeitig kann er auch den Klimawandel bremsen. Soweit in der Theorie. In der Praxis steht dahinter, glaube ich, sehr viel Arbeit, sehr viel vielleicht auch Versuche, keine Ahnung. Ich denke, wir werden es heute Abend erfahren, einen Einblick davon erhalten. Und ich freue mich ganz besonders auf die Referentin, auf Anita Ottmann. Sie ist Försterin beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck und betreut dort seit 2012 das Forstrevier Fürstenfeldbruck. Und hat auch privat einen kleinen Wald, wie ich gelernt habe, den sie mit ihrer Familie naturnah bewirtschaftet, was ich auch sehr spannend finde. Also im Kleinen funktioniert das genauso wahrscheinlich wie im Großen. Dann darf ich jetzt an die Referentin übergeben. Frau Ottmann, ich freue mich sehr. Vielen Dank. Von meiner Seite auch. Guten Abend. Schön, dass Sie hierher gefunden haben. Das war mein Wunsch, dass sie nicht nur online halten muss, sondern eben in Natura das machen kann, weil das immer angenehmer ist, wenn man nicht nur daheim vor der Kiste sitzt, sondern echte Menschen vor sich hat. Ja, das Thema Wald und Klimawandel beschäftigt momentan auch die Politik, und der Wald spielt da natürlich auch eine Rolle, wird in diesem sogenannten LULUCF-Bereich ja immer zusammengefasst mit der Landnutzung. Und droht da momentan, also da kommt, glaube ich, so einiges durcheinander, wo man, denke ich, nur was verändern muss, wenn man wirklich im Klimaschutz weiterkommen will. Also so wie das momentan läuft, glaube ich, ist das gesamt wirtschaftlich global betrachtet schwierig. Da will ich aber ehrlich gesagt nur relativ knapp drauf eingehen, weil das ist so ein weites Feld, da könnte man Abende drüber verbringen. Da bin aber ich wahrscheinlich auch nicht ganz der richtige Ansprechpartner. Die dritte Zeile, warum und wie wir Waldumbau machen, das ist das, wo ich Ihnen nur wirklich Bilder zeigen möchte, was draußen passiert und wie man das gut anpacken kann. Und da kann ich, denke ich, auch mehr und bessere Auskunft geben. Erstmal nur ganz kurz, was schauen wir uns an? Klimawandel, warum wir Waldumbau machen. Woran sehen wir, dass der Klimawandel im Wald angekommen ist? Dann eben ganz kurz, wie kann der Wald zum Klimaschutz beitragen oder auch nicht? Was gehört alles zum Waldumbau dazu? Weil Waldumbau klingt so abstrakt, was ist das alles und was braucht es da eigentlich alles dafür? Wie sollte ein klimastabiler Wald aussehen? Weil das muss ja doch das Endziel sein. Waldumbau um des Waldumbaus willen bringt ja nicht viel, sondern wir müssen langfristig denken im Wald, weil die Bäume ja 60, 80, 100 oder noch mehr Jahre stehen bleiben sollen und auch mit dem, was dann sein wird, ja nur zurechtkommen müssen. Mein Mann arbeitet bei BMW, der sagt immer, langfristige Unternehmensplanung, das sind 20 Jahre. Und dann sage ich immer, ja, das ist bei uns eher kurzfristige Unternehmensplanung. Also es ist immer eine Frage der Perspektive. Dann ganz konkret, wie kommt der Waldumbau bei mir voran? Habe ich ein paar Karten mitgebracht, wo man das so ein bisschen sehen kann. Welche Möglichkeiten gibt es, in die Zukunft schon zu schauen und zu beurteilen, was gut funktionieren könnte und was nicht? Da gibt es verschiedene Methoden, die ich Ihnen auch kurz zeigen möchte. Wo gibt es das Klima, das wir für die Zukunft erwarten, schon heute? Das kann man natürlich sich anschauen und herleiten und kann aus diesen Wäldern, die da stehen, auch was lernen dann. Welche Baumarten werden gewinnen, welche werden verlieren?
Und welche neuen Baumarten kommen eventuell auch dazu, wobei das gar nicht so arg viele sein werden, wahrscheinlich. Wie sieht so eine Aufforstung heute aus? Da habe ich dann einiges an Bildern dabei, so dass es wirklich auch ein Mischwald wird, weil das ist eigentlich eine sehr spannende Sache, wo ich selber auch immer noch Lernende bin und mir da immer wieder Flächen anschaue, aus denen man eben viel rausziehen kann. Welche Baumarten passen zueinander und wie muss man es pflanzen, dass dann wirklich am Ende ein gemischter Wald rauskommt. Dann habe ich als erste Folie diese mitgebracht. Das ist, sind praktisch die Jahresmitteltemperaturen von 1881, also wo es die Aufschreibungen zu beginnen, bis 2017 ist der letzte Streifen, immer mit von 6,6 Grad, das ist das dunkelblaue Jahresmitteltemperatur, bis 10,3 Grad in 2017, das ist das dunkelrote, wo man praktisch einfach ein bisschen sehen kann, wie sind denn die Jahre. Und da ist der Trend ganz eindeutig. Da braucht man nicht nur diskutieren, ob der Klimawandel kommt oder kommen wird, sondern der ist schon lang da. Ich habe im Studium nur gelernt, Jahresmitteltemperatur in Freising Anfang der 90er Jahre war das 7,5 Grad. Freising und Puch ist jetzt nicht so weit auseinander. Wir haben in Puch 2017, 18 knapp unter 10 Grad gehabt. Also das sind natürlich Einzeljahre und das vorher war ein 30-jähriges Mittel, aber da sieht man da mit die 1,5 Grad, ich weiß gar nicht, was die da immer reden, die 1,5 Grad, die sind schon da, die kommen nicht erst, die haben wir schon. Das ist eine Tabelle, die oder eine Grafik, die extra für Emmering für heute Abend berechnet worden ist. Da gibt es bei uns an der LWF Leute, die sich nur mit sowas beschäftigen, wo dann aktuelle Temperaturdaten aus der Vergangenheit und aus der dann eben motiviert in die Zukunft dargestellt werden. Die unterste pinke Linie ist für ein absolut, also der ist so mild, der Klimawandel weiter berechnet, dass es höchstwahrscheinlich nicht so kommen wird. Der 4, RCP 4,5, der mittlere Graph ist das, was so in etwa zu erwarten ist, glaube ich, wenn man die 2 Grad, hoppala, da habe ich gar keinen. Die 2 Grad einhalten würde und der 8,5 RCP ist eine Hochrechnung für einen wirklich harten Klimawandel, der jetzt halt deutlich stärker kommt, als die Politik momentan glaubt. Da sieht man dann schon, dass es von der Richtung auch Richtung 13 Grad und das sind wir dann irgendwo ziemlich in Mittelitalien. Aber jetzt hoffen wir mal, dass es nicht ganz so wild kommt. Der Klimawandel ist angekommen, kann man auch im Rückblick sehen. Jahresniederschläge, also die Periode 11 bis 20 im Vergleich zu 1971 bis 2000. Was da an Minus davor steht, minus 10, minus 7, bei uns minus 7, aber in Franken oben minus 10, minus 11. Prozent, das schaut jetzt mal erst nach arg viel aus, aber es sind halt doch manchmal die entscheidenden Millimeter, die dann zu wenig sind. Und wenn man es jetzt auf den Sommerniederschlag berechnet, im Extremjahr 2018, dann sind das Werte, die einen natürlich schon wirklich in Franken minus 55%. Das ist jetzt da auch, wo der Käfer voll zuschlägt in Oberfranken. Das sind einfach die Folgen aus diesen, weil 2019 war ja auch nicht wirklich besser und 2020 da oben auch nicht wirklich gut. Heuer ist es jetzt zwar nicht gerade im Plus, aber auch das Minus ist nicht mehr ganz so groß. Aber die haben heuer auch noch ganz, der Kollege war da jetzt oben, also das geht immer nur rund mit dem Käfer. Wir haben ja heuer wirklich richtig viel Glück gehabt. Bei uns war ja heuer ganz wenig. Genau.
wo dann sieht man, dass der Klimawandel da ist. Das ist also ein Bild aus der Emmeringer Leite, die Buche. Trockenheit und Dürre führen jetzt schon zu Schäden. Da ist die ganze Oberkrone ist einfach zurückgetrocknet. Das ist ein Käferloch gewesen, wo jetzt am Rand eben ein paar Buchen stehen, wo jetzt die Sonne auf einmal hinscheint. Das sind die Bäume einfach nicht gewöhnt. Das schätzen Bäume nicht. Die mögen das nicht, wenn ihr Umfeld sich auf einmal sehr stark ändert. Und dann, wenn dann natürlich nur trockene Jahre dazukommen, dann, der ist noch lange tot, der Baum. Der bildet vermutlich eine Sekundärkrone und kann nur Jahrzehnte und vielleicht Jahrhunderte weiterleben. Aber man sieht natürlich, dass es ihm zumindest die Jahre nicht gut gegangen ist. Sturmwurf, ja gut, haben wir 2015 das letzte Mal so richtig mitgekriegt mit Niklas, wo es ja doch im südlichen Landkreis zu deutlichen Schäden gekommen ist. Das ist halt, je stärker die Gewitterstürme sind, desto größer sind die Schäden dann. Und solange nur Fichten rumstehen bei uns, wird das auch nicht mehr groß aufhören, weil die halt, wenn es dann irgendwann die Ränder angerissen sind, sehr empfindlich sind mit ihren flachen Wurzeln, dass sie einfach ganz entwurzelt werden. Dann Waldbrand, Foto aus dem Kreuzlinger Forst, also jetzt auch nicht von irgendwo, sondern auch aus südlich von meinem Revier, nicht weit über der Grenze drüben, hat es also Brand, ich weiß gar nicht, ich glaube 2019 war das. Das wird natürlich auch zunehmen, weil da langt ja dann eine Zigarette, die da irgendjemand wegwirft, dass das dann, wenn alles sondertrocken ist, zum Brennen anfängt. Und das nächste ist natürlich Schneebruch, denn wenn es wärmer ist im Winter, fällt mir nass Schnee. Und das ist für die Bäume natürlich schwierig. Das war jetzt eben im Frühjahr relativ später Nassschnee. Man sieht, dass die Birken schon grüne Blätter haben. Und das sind die dann natürlich besonders gefährdet. Vor etlichen Jahren hat es einmal Ende September einen ziemlichen Schnee gehabt, also 26. meine ich war das. Und da haben die ganzen Eichen nur das Laub gehabt. Und dann sind die natürlich da auch ziemlich gefährdet. Und je mehr das dann natürlich ist, desto schwieriger ist es. Also Schneebruch war vor 2 Jahren im Landsberger Bereich, südlichen Landsberger Landkreis, das gehört auch noch bei uns zum Alf dazu, hat der Kollege ziemlich damit zu tun gehabt. Dann natürlich neue Schädlinge, die kommen. Einmal da, also was man jetzt gerade halt so hört, was man ein bisschen kennt, ist der Eichenprozessionsspinner, das ist da ein Foto, die sieht mir, ich weiß nicht, bei mir im Revier jetzt, weiß ich noch nicht so arg viel, aber bei mir zu Hause in Fribourg, also der wandert ja langsam, in Franken gibt es den schon ganz lange und je wärmer das jetzt auch bei uns vom Jahresdurchschnitt wird, desto mehr wandert der nach Süden. Momentan ist er noch nicht so im Wald, sondern hauptsächlich an so besondere Waldränder oder an einzelnen Eichen, die irgendwo an Straßen stehen. Also bei uns zu Hause, das sind vielleicht 500 Meter, ist jetzt seit Jahren in so einem Straßenbegleitblühen, sind immer wechselnd wieder irgendwelche Bäume großflächig abgesperrt, weil da Eichenprozessionsspinner drin ist. Ich hoffe, dass er bei mir zu Hause vorbeigeht, weil ich habe einige sehr schöne große Eichen in meinem Wald stehen aber das ist direkt bei uns hinterm Haus und das ist natürlich von der Allergiegefahr her schon eine Geschichte, wo man dann überlegen muss, was tue ich dann? Mein Sohn ist allergisch, das wäre echt sehr schade. Asiatischer Laubholzbock ist auch so ein Käfer, der eigentlich ein bisschen wärmer braucht, momentan eben hauptsächlich auch in Gärten oder an irgendwelchen besonderen Rändern vorkommt, wenn er vorkommt. Der wird ja das Quarantäneschädling und wird ja ziemlich stark bekämpft und schaut, dass diese Vorkommen auch wieder ausgerottet werden. Aber je wärmer es wird, desto wahrscheinlicher wird es, dass der irgendwann auch sich in einem Wald etablieren kann und ob man dann wieder loswerden, das weiß man nicht. Dann Hyalomma-Zecke, das sind diese riesigen Zecken, die, also ich habe jetzt selber noch nie eine gesehen, aber die sind richtig groß und da schüttelt es mich ehrlich gesagt schon, wenn ich bloß dran denke. Da hoffe ich, dass die nicht kommen. Eichenprachtkiefer ist so eine Geschichte, gibt es jetzt im Westerholz zum Beispiel.
der einfach auch ein bisschen wärmer braucht, als wir eigentlich so immer gehabt haben und deswegen bei uns eigentlich nicht so vorkommen ist. Ich habe jetzt heuer zum Beispiel, ist noch nie vorkommen bei mir, mittleren Tannenborkenkäfer auf einmal gehabt auf einer Fläche, wo keiner weiß, wo der herkommt. Das ist jetzt auch sonst keiner aufgetaucht. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir ihn erwischt haben und dass er nicht so richtig schädlich wird. Der ist normalerweise Sekundärschädling und macht ihn nicht gleich, also gesund ihn nicht gleich tot, aber der war in einer fünfjährigen Tannenpflanzung auf einmal drinnen. Kein Mensch weiß, woher. Genau, und mit den wärmeren Temperaturen und der längeren Vegetationsperiode vor allem erhöht sich gerade beim Käfer, beim Borkenkäfer, also bei den Buchdruckern und beim Kupferstecher einfach das Schadpotenzial enorm, weil wenn es früher beginnt, es insgesamt wärmer ist, die Zeit, wo der Käfer sich braucht, um sich zu entwickeln, hängt von der Wärme ab. Wenn es nicht so richtig warm ist, dann braucht er halt 8 bis 10 Wochen und wenn es richtig heiß ist, dann schafft es in unter 6 Wochen. Und dementsprechend kann er natürlich in einem Jahr, wenn es alles zusammenkommt, dass es früh losgeht und ziemlich warm ist, kann er nicht nur 3, sondern eventuell auch, also eine dritte Generation kommt häufiger vor, ist die letzten Jahre, heuer ist das erste Jahr jetzt mal wieder, wo wir keine dritte Generation kriegen oder gekriegt haben. Vor 2018 hätten wir beinahe 4 gekriegt. Also das war ganz knapp, dass der nochmal ausgeflogen wäre. Also das und dann bleibt es halt nicht bei 100.000 Käfer pro Weibchen in einer Saison, sondern dann sind wir halt gleich nochmal potenziert. Und da geht es dann natürlich richtig rund. Ja, so sieht es dann aus. Das sind die Bilder, die man heuer Gott sei Dank kaum oder fast gar nicht gesehen hat. Was macht das mit dem Wald? Naja, der Wald kann nicht davonlaufen, der steht da und muss mit den Temperaturen klarkommen. In der Landwirtschaft kann man sich schneller anpassen, weil natürlich jedes Jahr neu ausgesät wird. Wir müssen eben mit sehr langen Lebenszeit der Bäume klarkommen. Das Klima ändert sich eigentlich für den Wald zu schnell. Die können sich so schnell nicht anpassen. In letzter Zeit sind jetzt so ein paar Forschungsergebnisse herauskommen, dass das eventuell doch möglich ist, dass die so Gene für Trockenheit, also dass sie mit Trockenheit zurechtkommen, einschalten können oder ausschalten können. Aber das ist alles noch nicht so ganz klar, wie viel das denen wirklich weiterhilft. Genau. Und der Schluss daraus ist, wenn man natürlich Wälder hat, die ans Klima nicht angepasst sind, dann sind die natürlich einfach gefährdet, dass sie dem irgendwas zum Opfer fallen. Und ja, das müssen wir versuchen, irgendwie in den Griff zu kriegen. Wie kann der Wald zum Klimaschutz beitragen? Grundsätzlich ist der Wald mal CO2-Senke auf alle Fälle. Wenn man Humus nur aufbauen kann im Wald, hilft das zusätzlich noch weiter. Das, was momentan so diskutiert wird, Vorratsaufbau nur zu betreiben in unseren Wäldern, ist jetzt für Deutschland und für Mitteleuropa, glaube ich, schwierig. Wir haben hier zum Großteil schon sehr hohe Vorräte, die letzten 20, 30 Jahre schon nochmal deutlich angewachsen sind. Und wie man da nochmal auf 300, also was der WWF da mal errechnet hat, dass man halt dann 1000 Festmeter pro Hektar auf 1000 Festmeter pro Hektar aufbauen soll. Also das sehe ich auf den meisten Standorten, sehe ich das nicht, wie das gehen soll. Also das wäre mit auf spitzen Fichtenstandorten stocken 1000 Festmeter, sonst gibt es das gar nicht. Das ist einfach, das funktioniert nicht. Und die Spitzenstandorte, die wollen wir ja so nicht mehr. Wir wollen ja nicht mehr da nur Fichten draufstehen haben, sondern wir wollen ja was anderes. Und wenn ich umbauen möchte, dann kann ich aber auch keinen Vorratsaufbau betreiben. Dann muss ich eher Vorräte abbauen, weil ohne Licht kann ich keinen Waldumbau betreiben. Ich brauche Licht im Wald, sonst wächst da unten nichts. Und das widerspricht sich für mich. Deswegen habe ich da auch so ein Fragezeichen hingesetzt an den Vorratsaufbau. Grundsätzlich geht das natürlich helfen, wenn mehr Holz draußen steht, ist mehr CO2 gespeichert. Das ist ganz logisch. Aber vielleicht müssen wir eher schauen, dass wir mit dem Holz, das wir vielleicht doch weiterhin nutzen sollten, dass wir da einfach
so energieintensive andere Materialien ersetzen, dass man durch Verwendung von Holz das CO2 länger speichern und dadurch auch noch andere Materialien verhindern oder ersetzen, die zusätzlich einen Haufen CO2 freisetzen bei der Herstellung. Ich denke, da muss der Weg hingehen. Indem man einfach mehr Holzprodukte langfristig verwendet, ist mit Sicherheit auch eine Möglichkeit, CO2 aus der Atmosphäre rauszuholen. Verbrennung ist natürlich nur, ist zumindest setzt kein zusätzliches frei, aber es speichert natürlich dann auch nichts. Also das ist, das Verbrennen sollte man eigentlich nur das Holz, das man anderweitig nicht verwenden kann. Also für Brennholz sollten wir jetzt den Wald, also man sollte nicht so bewirtschaften, dass man auf Brennholznutzung das bewirtschaftet, sondern es fällt als Poppyprodukt an, oben, was man eh nicht anders verwenden kann. Und so soll es auch sein. Insgesamt müsste man schauen, dass man Holz einfach nicht nur einmal nutzt, sondern öfter nutzt, dass man das wiederverwendet auch und wenn es ganz am Schluss dann tatsächlich zum Verbrennen ist. Genau, das wäre jetzt wirklich ganz kurz und knapp. Also ich glaube nicht, dass es Sinn macht, die Hälfte von einem Vorrat aus Klimaschutzgründen im Wald zu belassen. Man kann über andere Gründe diskutieren, Biodiversität, Naturschutz, da kann man darüber diskutieren, ob man mehr draußen stehen lassen muss. Das ist sicherlich legitim, aber aus Klimaschutzgründen glaube ich nicht, dass es sinnvoll ist, Vorrat im Wald zu lassen. Weil unter anderem auch ein Grund ist, die CO2-Bindung ist in den jüngeren Beständen am höchsten. Dann, wenn der Zuwachs am größten ist. Und das ist bei den meisten Bäumen zwischen 10 und 50, sage ich jetzt einmal. Ganz unabhängig vom Klimawandel ist aber Waldumbau unnötig, weil einfach in der Vergangenheit Wälder mit zu hohen Nachholzanteilen begründet worden sind. Wir kennen diese Wälder alle. Es gibt einfach, also in den jungen Altersklassen nicht mehr so häufig, aber ich sage mal, ab dem Alter 50 gibt es viele Bestände, wo kaum eine Mischung drin ist. Also da stehen schon irgendwo am Rand ein paar Laubbäume rum, aber die große Fläche ist häufig immer noch Fichte. Und das muss man ganz unabhängig vom Klimawandel umbauen. Das hätte auch mit den alten Klimadaten nicht wirklich eine Zukunft, weil es einfach den Boden kaputt macht, muss man ganz ehrlich sagen, weil es viele Tiere und Pflanzen aussperrt, die keinen Lebensraum haben. Und weil es einfach auch wirtschaftlich keinen Sinn macht, weil einfach Mischwälder auch wirtschaftlich interessanter sind. Weil sowas kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Also das sieht man mal, das ist ein Standort, der für Fichte, da steht das Wasser unten, der für Fichte nur geeignet ist, wo man halt aber auch noch Fichte draufgetan hat. Nur Fichte sieht man ja im Hintergrund, das ist nichts anderes. Und die Wurzeltiefe ist 40 Zentimeter. Das hat nichts mit Klimawandel zu tun. Das geht einfach nicht. Weil Waldumbau macht man nicht nur aus Klimagründen, sondern auch, weil wirtschaftliche Gründe einfach, wie ich gerade gesagt habe, die Risiken sinken, je mehr Baumarten ich beteiligt habe, weil ich halt auf einmal nicht mit nichts mehr dastehe. Und weil auch für einen Holzmarkt es natürlich geschickter ist, wenn ich mehrere verschiedene Baumarten anbieten kann. Laubholz ist halt ein Saisongeschäft, sage ich jetzt mal. In die 80er Jahre hat jeder rote Hölzer wollte, hat man eine Erlenküche und Erlenschlafzimmer gekauft. Ja, so war das. In die 90er Jahre waren die weißen Hölzer modern. Da hat man Ahorn gut verkauft und da hat man weiße Esche verkauft. In die 80er Jahren nur Buche, Rotbuche, aber ja, nicht mit Kern. Also kernige Buche ist eigentlich sofort ins Brennholz gewandert, bis in die 90er Jahre rein. Und jetzt hat braunkernige Esche hat auch kein Mensch gekauft. Und jetzt hat das ist so bis 2005, 2010 gegangen und jetzt seit 10 Jahren ungefähr sind die dunklen Hölzer in Mode. Jeder hat Eiche gerade. Könntest du zum Ikea gehen, das Eiche, vor 15 Jahren hätten es beim Ikea keine Eiche gefunden. Heute
gibt es Eichel-Furnier sogar, nicht nur Nachbildung, sondern Furnier. Und da muss man einfach sagen, wenn ich Laubholz habe, dann macht es Sinn, mehrere Verschiedenes zu haben, dass ich mich einfach in die richtige, in der richtigen Phase am richtigen bedienen kann. Weil wenn ich nur eine Sorte wieder habe, dann muss ich unter Umständen halt sehr lang warten, bis ich wieder Holz nutzen kann. Also macht immer Sinn, einfach mehr Auswahl zu haben. Dann gibt es natürlich auch ökologische Gründe. In so einem Wald ist die Durchwurzelung mit Sicherheit eine bessere als in so einem reinen Fichtenwald. Der Bodenzustand ist ein vollkommen anderer. Wenn man mal unter einem Fichtenbestand ein bisschen grabt, dann sieht man, dass da solche 10 cm, 15 cm Nadeln oben drauf liegen, bis man mal unten in verschiedenen Zersetzungszuständen, bis man unten im Mineralboden ankommt. Und dementsprechend lang dauert es, bis die Nährstoffe da wieder verfügbar sind. In so einem Boden, also oder bei mir zu Hause, ich habe gar keinen, also außer 15 Tannen, die ich reingepflanzt habe, habe ich kein Nadelholz. Bei mir ist nach einem Jahr ist da nichts mehr da, da ist das zersetzt. Das Blatt ist praktisch nicht mehr auffindbar. Und das ist natürlich ganz andere Nährstoffsituation wie mit 7 Jahre Nadelauflage oder noch länger, bis die dann endgültig zersetzt sind. Und natürlich ist auch die Vielfalt in so einem Wald eine ganz andere wie in einem reinen Fichtenwald. Das ist vollkommen klar. Und dann natürlich gesellschaftliche Gründe. Der Erholungswert ist natürlich von so einem vielfältigen Wald auch ganz andere. Der Baum hat mir so gut gefallen, den habe ich da reintun müssen. Also sowas sollte man natürlich auch mal stehen lassen. Das hat keinen wirtschaftlichen Wert. Das ist ganz klar. Aber es ist einfach ein Unikum. Und auch natürlich, wenn man jetzt an Lawinen, Hochwasserschutz, Trinkwasserschutz denkt, auch für diese Zwecke ist einfach ein vielfältiger Wald auf alle Fälle sinnvoller und geschickter. Was gehört alles zum Waldumbau? Man sollte möglichst die Naturverjüngung nutzen, weil das, was da von Natur aus kommt, hat auf alle Fälle ein unverletztes Wurzelsystem. Das ist ja dort vor Ort aus dem Samen gewachsen. Das sieht man jetzt da schon. Hier kommen jetzt auf dem kleinen Fleck schon drei verschiedene Baumarten, sonst Eiche. Da in der Mitte sieht man die. Nee, das sieht mein Dings nicht. Also da die hellgrünen Eichen, dann daneben kommt eine Buche und dann kommt auf alle Fälle eine Fichte. Und wenn ich so das dastehen habe, dann kann ich natürlich alles draus machen. Ich kann Eiche draus machen, ich kann Fichte draus machen, ich kann Buche draus machen. Ich habe freie Auswahl eigentlich, was ich dann von der Pflege hier draus mache. Und ich habe eben den Vorteil, dass die Wurzeln nicht verletzt sind. Was man bei gepflanzten Bäumen ist, das ist natürlich ein Riesenmanko, dass die schon mitbringen auf die Fläche. Also die verlieren in der Baumschule natürlich einen Großteil von ihrem Wurzelwerk, weil die Baumschule musste ja irgendwie, wir haben mal, ich habe vor ein paar Jahren daheim Schwarzmüsse gesät und habe es nach einem Jahr versucht, unverletzt auszugraben. Das war nicht möglich. Also ich bin dann am Schluss, habe ich 50 cm tiefe Löcher graben und habe es dann immer nur abschneiden müssen, weil ich mir gedacht habe, ich kann jetzt da oben im Wald auch keine so tiefen Löcher graben, dass ich es wieder reinbringe. Also kann ich es auch gerade schon im Saatbeet unten leicht kappen, aber das ist unfassbar, was die mit einem Jahr schon für Wurzeln haben. Und aus der Baumschule kriegt man sie halt mit 15 cm Wurzel und der Rest ist mit dem Tiefpflug gekappt natürlich. Es geht ja auch nicht anders, die müssen ja irgendwie raus und wieder rein in den Boden. Aber dass das den Bäumen nicht gut tut, also das vorzuziehen ist, aber es irgendwie aus Naturverjüngung kriegt, das auf alle Fälle denke ich, also aus meiner Sicht unbestritten. Also sollte man wirklich schauen, dass man das nutzen kann. Und heute empfehle ich vielen Waldbesitzern auch, wenn sie manche Baumarten nicht viel reintun. Manchmal pflanzt man bloß irgendwo 25 Stück von irgendwas hin.
Aber wenn ich eine Gruppe habe, habe ich zumindest einen, zwei, drei Samenbäume, die ich später auf der Fläche habe und die dann die Naturvögel wieder in die nächsten Generationen bringen können. Wenn ich natürlich nichts auf der Fläche habe, dann kann auch schlecht was kommen. Aber wenn man einfach ein bisschen alte Samenbäume hat, dann geht es natürlich deutlich besser. Aber es kommt natürlich nicht überall Naturverjüngung in ausreichendem Maß. Und die Baumarten, die man haben will, weil wenn ihr halt reine Fichte drüber habt, dann kommt vielleicht ein bisschen Vogelbeere mit, dann kommt so der eine oder andere Eiche, die eine oder andere Eiche, die durch Heersaat oder durch die Eichkapfen kommt. Aber und Buche, wenn jetzt in der Nähe nichts steht, ist selten das, was kommt. Ein bisschen Ahorn nur, der fliegt relativ weit, aber halt auch nicht wahnsinnig weit. Also wenn man nur größere, komplexe Fichte hat, dann muss man was Zusätzliches reinbringen und dann muss man sich behelfen mit Pflanzen und da hilft dann nicht wirklich was. Und dann sollte man aber halt schauen, dass man halt klimatolerante Baumarten rausbringt. Ich verstehe nicht, wer heute einen Zaun baut und was pflanzt und dann eine Fichte hinpflanzt. Das ist mir ein Rätsel, weil wenn ich schon das Geld ausgebe und an nur einen Zaun baue und dann nutze ich das nicht und tue da wieder, okay, es sind nur noch wenige, aber das verstehe ich eben nicht. Also das ist mir wirklich ein absolutes Rätsel. Aus Naturverjüngungsfichte absolut in Ordnung. Da muss man vielleicht damit leben, weil wir können nicht große Flächen, denen die Leute sagen, sie müssen alles runtersäbeln, was da schon von Natur aus kommen ist. Da muss man halt eine sinnvolle Ergänzung machen. Aber wer es pflanzt, ist mir, also verstehe nicht. Aber zum Waldumbau gehört auch ganz wichtig die Waldpflege, weil die Waldpflege bringt mir das Licht, dass unten überhaupt was wachsen kann. Und zwar so frühzeitig, dass ich auch Schattbaumarten gut verjüngen kann. Es soll nicht, also so soll es am Schluss, wenn es irgendwie geht, nicht ausschauen, sondern man sollte am Schluss eigentlich mehr Buche und mehr Tanne finden. Also die Tanne ist schwierig, weil die bei uns hier, also in der Emmeringer Leite, weil sie keine 10 Alttannen und dann tut sie sich schwer, einfach irgendwie von selber zu kommen. Die muss man einfach pflanzen, aber Buche sollte eigentlich mehr kommen. Da gibt es auch deutlich bessere Ecken. Das ist auch ein Foto aus der Emmeringer Leite. Aber auch wenn nicht so viel kommt, das ist ja jetzt, wenn man jetzt zählen würde von den Stückzahlen, täten da, was weiß ich, 10.000 Fichten und 15 Buchen stehen. Aber wenn ich die 15 Buchen halt so rauspflege, dass ich sie mitnehmen kann, dass die halt die sind, die am Ende überbleiben, dann kriege ich trotzdem einen einigermaßen Mischbestand zusammen. Auch mit relativ wenig Mischung im Ausgangsbestand kann ich zu relativ vielen Mischungen kommen, wenn ich das möchte, wenn man rechtzeitig pflegt, weil wenn ich natürlich jetzt da nichts mache, die Buche ist zwar momentan vorwüchsig da, die eine, die man sieht, neben der Fichte im Vordergrund, aber wenn ich nichts mache, dann wird die Fichte die trotzdem einholen und überwachsen. Und dann muss ich natürlich die Buche fördern und muss die Buche freistellen. Und dann kann die groß werden und die am Ende halt 10 Meter Durchmesser eine von 100 auf dem Hektar sein. Dann brauche ich, um wirklich vielleicht 30% Mischung zu machen, 30 Stück auf dem Hektar. Das ist erst einmal nicht viel. Also man kann viel machen über die Pflege. Aber halt nur, wenn man rechtzeitig dran ist und eine rechtzeitige Pflege mit 40, also eigentlich von Beginn an, da muss ich jetzt ja anfangen, schon durchzuschneiden. Auch die Fichten muss man da deutlich vereinzeln. Also wenn die so dicht stehen, dann tut man denen bei allen nichts Gutes. Sie sollten halt schon, wenn sie klein sind, einen ordentlichen Abstand haben, weil natürlich das Wasser dann auch nur auf deutlich weniger verteilt werden muss. Die Konkurrenz ist ja nicht nur überirdisch, sondern auch unter der Erde. Die Wurzeln machen sich ja genauso Konkurrenz. Und wenn ich eine Naturverjüngung nicht frühzeitig durchschneide, pflanzen tut man Fichte 2 auf 2 Meter oder Nadelholz generell. Also Fichte pflanzen, das ist sowieso. Aber all anderes, Nadelholz, Tanne, die Blase, pflanzen tut man es 2 auf 2 Meter. Und auf diese Entfernung sollte man es auch durchschneiden, wenn man es aus Naturverjüngung kriegt. Und dann zwar am besten, bevor es über die Augenhöhe drüber wächst, weil da ist es nur einigermaßen sinnvoll und gut zum Managen, das ist nett, weil das ist eine richtig ätzende Arbeit, so Fichten durchschneiden, das ist richtig anstrengend und richtig
Also kostet auch richtig viel Geld, wenn man es machen will. Aber es ist unbedingt nötig. Am Ende sieht es dann so aus, schaut erstmal ein bisschen traurig aus, weil die natürlich unten alle nichts haben, weil sie ja dürr sind, weil da ja kein Licht gekommen ist. Aber die können sich jetzt natürlich viel besser entwickeln, weil sie einfach viel mehr Platz haben und mehr Zweige, mehr Nadeln entwickeln können und mehr Wasser kriegen. Also im Sohrenbestand kann ich was richtig Schönes machen, wenn man rechtzeitig reingeht und rechtzeitig pflegt. Da stehen Eichen drin, da stehen ein Haufen Birken drin, da steht Kirsche drin. Das ist am Germeringer See. Wenn ich da pflege, dann kriege ich einen tollen Mischbestand. Ich kann sogar, wenn ich es ins Extrem treibe, kann ich fast einen Laubholzbestand draus machen. Ob die Qualität dann gut ist, ist die Frage. Aber das kann man alles steuern. Aber man muss pflegen. Die Pflege, wenn ich nicht mache, dann wegwachsen die Fichten über im Prinzip alles drüber. Die Birken waren mit der Zeit überwachsen, die Eichen sowieso, die haben gar keine Chance, weil die einfach viel zu langsam wachsen. Und die Kirschen haben dauerhaft auch keine Chance, wenn man nicht eingreift. Was natürlich aber auch sehr wichtig ist, werden angepasste Rehwildbestände durch eine waldfreundliche Jagd, also in der Höhe, dass die Buchen mit 20 nicht so ausschauen. Das ist eine 20-jährige Buche. Die könnte auch 10 Meter hoch sein. Und in solche Reviere komme ich natürlich, da kriege ich keinen Fuß auf den Boden. Da geht ohne Zaun und ohne Schutz gar nichts. Da kommt außer Fichte nichts durch. Und die Fichten tun sie auch schwer. Also das ist dann natürlich absolut schwierig und unbefriedigend für einen. Weil wenn ich sehe, was da in einem Zaun an Naturverjüngung alles kommt und dann außer Zaun habe ich nichts außer Fichte, das ist schwierig. Es gibt es aber auch so, das ist jetzt auch ein Revier, wo es eigentlich, also es wird jetzt nicht übermäßig scharf gejagt, aber das ist zumindest in Teilen davon läuft so, dass die Tannen nicht ohne Verbiss, das ist bestimmt, die ist bestimmt nicht gar nicht verbissen, aber zumindest kommen sie so durch, dass sie durchwachsen. Und dass man mit denen was anfangen kann. Es muss gar nicht ohne Verbiss sein. Also das heißt nicht, dass da gar kein Verbiss mehr sein darf, aber es darf halt nicht so sein wie auf dem Maschenbild, dass da nie irgendwie was drüber kommt. Mit so einer Tanne kann ich schon leben, wenn da irgendwo einmal ein Verbiss war, das verwächst sich schon bis zum Alter 50, da sieht man es dann nicht mehr. Aber sie müssen halt durchkommen. Und das wäre durchaus auch eine Geschichte, wo wir die Jäger ganz, ganz dringend brauchen würden. Also wo wir auf die angewiesen sind eigentlich, weil die, wenn nicht mitziehen, dann wird der Waldumbau echt schwierig. Ein kleiner Teil vom Waldumbau sind das nur da ein bisschen so der Vollständigkeit halber sind Praxisanbauversuche. Wir wissen natürlich, dass in anderen Klimaten, die bei uns kommen wir jetzt dann gleich noch drauf, Baumarten sind, die bei uns vielleicht auch gehen. Wir wollen aber natürlich nicht auf großer Fläche irgendwas da rauspflanzen, wo wir gar nicht wissen, ob das irgendwie funktionieren kann und wie sich die verhalten. Und deswegen gibt es da so Praxisanbauversuche, die wissenschaftlich auch begleitet werden, wo auf kleiner Fläche diese Baumarten mal angebaut werden und wo man schaut, was entwickelt sich denn da? Kann das was sein oder kann das nichts? Ist das nichts? Manches muss man auch wieder verwerfen einfach. Und Samenplantagen ist insofern wichtig, weil viele Baumarten, die es bei uns eigentlich schon gibt, wie Spitzahorn, wie Elsbeere, wie Felderhorn, in Zukunft wichtiger werden. Aber man darf forschlich nur nachgezogene Bäume aus Saaten verwenden, die aus Beständen kommen, die halt hochwertig sind und die als Saatgut-Antibestände ausgewiesen sind. Ich war heute wieder in einem Bestand, da ist
Erle gepflanzt worden, das muss aus irgendeinem Bestandwesen sein, das genetisch einfach schlecht ist. Da gibt es kaum eine Erle, die irgendwie einigermaßen wurzelschäftig nach oben wächst. Und das gibt es genauso für Buche. Das sind oft Bestände aus die Anfang der 90er Jahre, nach den großen Stürmen sind gepflanzt worden. Und da gab es halt ganz Deutschland, das hat aufgeforstet. Und dann hat man, die Baumschulen haben auf einmal unglaubliche Mengen Pflanzen geraucht oder verkaufen können. Und dann hat man halt das Saatgut überall zusammengekehrt, wo man irgendwie an Saatgut gekommen ist. Also bei Kirsche gibt es da so eine Herkunft, die heißt Bad Schwartau im forstlichen Jargon. Das sind Kirschen, die bilden keinen Stamm wirklich, die zwieseln von unten weg. Und das ist nachgewiesen, das sind die Kerne von der Marmeladenfabrik Bad Schwartau, die dann jetzt bei uns da im Wald draußen stehen. Und das ist halt, damit kann die holzwirtschaftlich nichts anfangen. Das ist zwar nicht schädlich, aber es wird auch nichts. Und so gibt es das für alle Baumarten. Und deswegen werden ja zusammen Plantagen angelegt für diese Baumarten, die eben so vereinzelt vorkommen, wo man keine so richtig guten Erntebestände findet, aber gute Einzelbäume findet. Und wo man jetzt die versucht, über Pfropflinge zum Zusammenbringen in so Saatgutplantagen, dass sich die dann da aber auch genetisch nicht total verarmen, sondern dass da genetisch hochwertiges Saatgut produziert wird und dass man an mehr Mengen kommt von Saatgut, wo man sagen kann, ja, daraus kann was werden. Es ist momentan so, dass für Spitzahorn südlich der Donau, ich glaube, 3 oder 4 anerkannte Saatguterntebestände gibt. Und das, muss ich ehrlich sagen, macht mich nachdenklich. Und das finde ich nicht gut, wenn wir jetzt Spitzahorn in großem Stil rauspflanzen aus 3 oder 4 Beständen. Das finde ich ist genetisch schwierig. Also da engen wir die Pflanzengenetik, die Genetik total ein. Also da muss man schauen, dass man das irgendwie auf eine breitere Basis stellt. Und das versucht man eben mit diesen Samenplantagen. Wie soll also ein klimastabiler Wald aussehen? Er soll artenreich sein, mit mindestens 4, besser 6 verschiedene Baumarten. Das ist ein Wald, der ist nicht bei mir im Revier, das ist, wenn ich herfahre, in der Nähe von Friedberg. Also da sind Buche ist drin, da ist Kirsche, da ist Eiche, da ist Birke, da ist Fichte, da ist Kiefer, da ist oben nur ein bisschen Lärche. Und was sonst noch so drinsteht, es könnte auch sein, dass da nur Tanne dabei ist. Das kann man jetzt nicht ganz gut sehen. Muss ich mal nochmal genauer gucken. Also so, das ist mit Sicherheit um einiges stabiler. Wer streut, rutscht nicht, heißt der Spruch bei uns im Forschbereich. Also sowas wäre so das, was man eigentlich gern haben möchte. Totholz- und Biotopbäume sollten auf allen Flächen möglich sein. Ich halte nichts davon, irgendwo Schutzgebiete zu machen, wo man flächenweise gar nichts macht und im Restwald ist es egal. Wir müssen mal schauen, dass wir auf ganzer Fläche einen sinnvollen Zustand hinbringen, dass Totholz mehr da ist und dass auch Biotopbäume verfügbar sind, weil ich glaube, dass es deutlich sinnvoller ist. Da ist dann die Vernetzung zu größeren Lebensräumen einfach auch viel besser vorhanden. Und wenn man schaut, sind in vielen Wäldern solche Bäume da. Und wenn man das Bewusstsein schafft, dass das eben auch stehen bleiben soll. Und so einen Baum kann ich mittlerweile mit 175 Euro das Stück fördern, dass er stehen bleibt, alle 12 Jahre wieder. Wenn er also nach 12 Jahren immer noch steht, kann er nochmal 175 Euro kriegen. Und wenn er liegt, auch. Dann muss ich sagen, da ist der Holzwert aufgewogen. Und wenn ich so auf die Leute zugehe, dann kriege ich da auch mehr auf die Fläche. Also da habe ich die letzten Jahre wirklich viel gemacht und solche Bäume gibt es fast überall, zumindest vereinzelt rumstehen. Und man muss die nur ein bisschen packen bei ihrer Ehre. Also die meisten sind ja schon generationenlang stehen geblieben. Also das hat ja schon, die letzten 200 Jahre hat es ja schon keine umgeschnitten. Die allermeisten Waldbesitzer sagen, oh nee, das hätte ich nie umschneiden. Und wenn man dann nur sagen kann, ich honoriere dir das ein bisschen, dann ist die Bereitschaft oft nur einfach,
Das ist gar nicht mal, dass sie unbedingt das Geld brauchen, sondern die Anerkennung, dass man sagt, das ist was Wertvolles und macht, also wir schätzen das und wir fördern das. Und strukturreich sollte natürlich möglichst auch sein. Es ist immer besser, nicht einschichtig nur eine Altersklasse zu haben, sondern einfach mehrere Altersgruppen auf einer Fläche zu haben. Im Endeffekt eigentlich sowas wie ein Planterwald. Das ist aber mit den Eltern, die wir hier im Ausgangsbestand haben, schwierig möglich. Weil, und vor allem nur dann möglich, wenn die Jagd auch wirklich flächig passt. Weil da bin ich ja ständig in der Verjüngung und muss auch ständig Buche und Tanne verjüngen. Und wenn ich das nicht ohne Zaun kann, dann kann ein Planterwald nicht funktionieren. Dann wird das immer abbrechen von der Dynamik her. Also, aber zumindest, dass man schaut, wenn man einen älteren Wald hat, dass man so pflegt, dass man rechtzeitig eben Schattbaumarten drunter anbaut, weil das natürlich erstens mal ganze Zeit lang Nutzen auf zwei Ebenen ist. Der Bestand drunter differenziert sich besser. Da wird es an einer Stelle dichter, dann gehen die schneller in die Höhe und woanders bleibt es dunkler, da sind sie nur kleiner. Schaffe überhaupt die Baumarten zu verjüngen und ich muss nicht bei der Kahlfläche anfangen, sondern wenn der alte genutzt wird, stehe ich mit einem neuen Bestand eigentlich schon da. Und Naturverjüngung ist natürlich für einen klimastabilen Wald auch ganz wichtig, weil unverletzte Wurzel haben wir schon gehabt. Hier jetzt auch wieder ein Foto bei mir aus dem Revier, sieht man Tannen, sieht man Buche, sieht man Bergahorn. Wenn es so klappt, Feldahorn ist nur da, dann ist das einfach, da kann man alles draus machen. Linde, ganz unten, ein kleines. Also, so macht es echt Freude. Wie kommt der Waldumbau bei mir voran? Man sieht jetzt da die ganzen blauen oder bunten Fleckerl, das sind alles Flächen, die wir die letzten 15 Jahre gefördert haben. Also da sieht man schon, dass einiges passiert. Die großen Waldstücke, wo nichts ist, das sind die Staatswälder. Da machen wir natürlich keine Förderung und deswegen sind da Flächen, wo jetzt auf Laubholz umgebaut sind, da auch nicht dabei. Das sind in aller Regel Flächen, wo reine Buche, wo reines Laubholz oder überwiegend Laubholz steht. Also manchmal ist schon auch ein bisschen Nadelholz dabei, aber in aller Regel nicht. Hier mal nur ein Bild aus der Emmeringer Leite. Da sieht man schon, dass da wirklich viele Flächen in den letzten Jahren bearbeitet worden sind. Und wenn irgendwo eine Kahlfläche ist, ist in aller Regel blaues Feld oder farbiges Feld, wo dann Förderung mit Laubholz eben drauf ist. Wir können nicht zu schnell vorangehen, weil einfach nicht alle Wälder in einem Alter sind, wo man gerade was machen kann. Wenn ich halt einen mittelalten Wald habe oder einen 30-jährigen Wald, da kann ich mit Verjüngung gerade nichts machen, da kann ich nur Pflege betreiben und den so vorbereiten, dass man dann eben rechtzeitig in Verjüngung einsteigen kann. Auch deutschlandweit ist es so, dass die Laubholzanteile steigen. Das sind Zahlen aus der Bunde, wo die 71 her ist, weiß ich nicht, aber der Rest sind Bundeswaldinventuren. Die neue kommt jetzt dann 2022. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass es nicht bloß um 4% aufgeht mit dem Laubholzanteil, sondern dass das mehr sein wird, weil da einfach so viele Kahlflächen die letzten 10 Jahre aufgeforstet worden sind, überwiegend mit Laubholz, dass das sich wahrscheinlich schneller verändern wird nur. Und wenn man bedenkt, wie lange es einfach dauert, bis im Wald eine Generation durch ist, wenn man mit ein bisschen höheren Prozentzahlen in den jüngeren Altersklassen schaut, der Laubholzanteil schon deutlich höher aus. Also da ändert sich wirklich sehr viel. Baumartenvielfalt nimmt zu, da habe ich jetzt keine Daten dazu, aber ich sehe bei mir im Revier einfach, wenn ich mal durchfahre, wie die jüngeren Bestände dastehen, wenn ich da reinschaue, das macht wirklich Freude. Totholz- und Biotopbaumanteile nehmen auch zu. Da war ich selber überrascht, dass durchschnittlich 22 Festmeter pro Hektar Totholz auf den Flächen liegen. Also das wird sicherlich auch nochmal mehr werden. Biotopbaumförderung in meinem Revier. 2020 waren jetzt 215 Biotopbäume und 46 Stück Totholz. Das klingt jetzt nicht viel.
Das ist aber nicht deswegen, weil nicht mehr da ist, sondern weil einfach meine Zeit begrenzt ist. Ich kann halt jetzt ja so und so viel Anträge da irgendwie machen. Ich habe für heuer schon eine ellenlange Liste, die jetzt dann im kommenden Winter abgearbeitet wird. Also das wird sicher weitergehen und da wird sicher einiges, also jedes, ich muss mich nicht anstrengen, wenn ich da unterwegs bin und das, man sieht überall welche. Es gibt aber nicht nur, das jetzt nur, weil ich habe mit Waldumbau nicht wirklich was zu tun, weil wenn ich Nutzungsverzicht mache, dann baue ich natürlich nichts um. Aber das ist auch ein Fördertatbestand im Vertragsnaturschutzprogramm Wald, wo auch immer wieder Flächen reinwandern. Zum Beispiel auch die ganzen Inseln im Emmeringer Hölze und da Ostteil vom Emmeringer Hölzle, da angrenzend an Fußballplatz und Schule, da dieses Eck, das ist alles seit 2017 im Nutzungsverzicht, machen wir praktisch nur noch Verkehrssicherung und der Rest bleibt. Die Nordteile vom Emmeringer Hölzle ist ein bisschen jünger und kann man ja das Holz abtransportieren, da ist einfach nur ein bisschen Pflege zu machen, die Pflege so auf Strukturreichtum und große Kronen, dass man dann irgendwann eben nicht mehr so viel rein muss. Also da mache ich nur ein bisschen Pflege, das ist nicht da in Nutzungsverzicht drin, aber ansonsten sind da Flächen im Stadtwald Olching, also etliche Flächen in Olching dabei oder in Schöngeising an der Amper, so Ampereinhänge, Fürstenfeldbruck an der Amper entlang, einiges drin. Also da passiert durchaus auch so einiges. Welche Möglichkeit gibt die Wissenschaft? Wo muss man hinschauen, dass man ein bisschen schauen kann, was kann ich machen? Als erstes ist mal wichtig die Standortskarte. Das sieht man da jetzt eine. Die ist aus den 90er Jahren allerdings, hat jetzt mit Klimawandel noch gar nichts zu tun, aber für Bäume ist halt einfach wahnsinnig wichtig, was ist da für ein Boden drunter. Es mag nicht jeder Baum jeden Boden. Und wenn der Boden nicht passt, dann kann das Klima nur so passen, dann geht es halt trotzdem nicht. Und deswegen immer zuerst mal der Blick in die Standortkarte. Je greller die Farben werden, desto schwieriger die Standorte. Also die pinkfarbenen, das sind so wechselfeuchte Standorte, wo dann nur Spezialisten eigentlich gut zurechtkommen. Zu dieser Standortskarte gibt es eine Baumarteneignungstabelle dazu, wo man so sich schnell orientieren kann. Das sind jetzt oben die Baumarten, Fichte, Glase, Tanne, Kiefer und hinten kommt, sieht man schon, damals war der Fokus nur deutlich auf dem Nadelholz, der Aufbau wahrscheinlich ist die anders. Und hinten kommen die ganzen Laubhölzer und dann sind die schulnotenmäßig bewertet, auf welchem Boden, vorne sind die ganzen Standorte abgetragen, auf welchem Boden kann ich welche Bäume sinnvoll anbauen. Und muss man allerdings mittlerweile ein bisschen neu bewerten, weil bei der Fichte zum Beispiel es einfach so ist, dass thematisch die mindestens eine Schulnote abzuwerten ist, weil es einfach vom Klima her nicht mehr geht. Der Boden geht zwar passen, aber wenn das Klima halt nicht passt, geht es auch nicht. Weiterentwickelt worden ist das Ganze, ist die Standortskarte und diese Baumarteneignungstabelle dann in Anbaurisikokarten, wo dann mit Hochrechnung für kommende Klimate bewertet worden ist, wie viel Risiko ist dabei, wenn ich auf diesen Böden bestimmte Baumarten anbaue. Fürs Jahr 2000 schaut da, also je grüner, desto besser, je röter, desto risikoreicher. Im Jahr 2000 schaut es da für die Fichte nur ganz gut aus. Im Jahr 2100 schaut es schon ganz anders aus. Also da wird eigentlich mein komplettes Revier bis auf zwei ganz kleine Flecken da oben, wird es da ziemlich rot und orange. Und wo praktisch die Fichte ein sehr hohes Risiko hat, vorzeitig auszufallen. Das heißt nicht, dass die dann nicht mehr wächst, aber sie wird nicht mehr alt. Und sie kommt nicht mehr in ein Alter, wo man es irgendwie sinnvoll wirtschaftlich nutzen kann. Kann man sie momentan anschauen in Puch, Kiesgrube, da frisst der Käfer jetzt die 30-jährigen Bestände weg. Also die Alter werden sie jetzt nicht mehr. Und das wird nicht da stehen bleiben, sondern das wird mehr werden. Für Buche sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da gibt es jetzt auffällig rote Flecken im grünen Meer. Das sind Buchen, das sind Standorte wie das Haspelmoos und das Fußbergmoos, wo einfach
standörtlich vom Boden her die Buche nicht wachsen kann. Die mit Moor und wechselfeucht und dauernass kann Buche nichts anfangen. Und es bleibt so. Für Tanne im Prinzip das gleiche Bild und für Douglasie, da wird sie nicht viel tun, weil die von der Plastizität her, vom Klima her nur einiges abhaben kann. Wobei natürlich Douglasie ein Baum ist, der in der Kindheit und Jugend durchaus Kinderkrankheiten und Jugendkrankheiten in größerer Anzahl hat. Also es ist keine eierlegende Wollmilchsau, die man jetzt da draußen hektarweise anpflanzen kann. Hat auch ihre Tücken, ist aber ein Baum, mit dem man durchaus arbeiten kann. Das Ganze kann man dann eben nicht kartenartig darstellen, sondern wenn man für eine bestimmte Fläche einen Überblick haben will, kann man solche Anbaurisikotabellen sich ausdrucken lassen, muss man aber auch immer ein bisschen interpretieren, weil die nicht so ganz standardscharf sind wie eine Standardskarte. Das heißt, ich muss trotzdem immer in die Standardskarte reinschauen, passt es oder passt es nicht, weil zum Beispiel eben kleinflächig Wechselfeuchte da ist, die in der Tabelle nicht aufscheint. Das kann immer mal sein, da muss man vorsichtig sein. Also dann gibt es noch Klimahüllen, nennt sich das, wo praktisch diese Farbflächen, die ganz farbig hinterlegten grünen und braunen Flächen sind praktisch die Klimate, in denen Tannen, Buchen, Fichten, Eichen heute zu finden sind. Also ist rechts der Niederschlag abgetragen und nach oben hin die Jahresmitteltemperatur und in blau-weiß eingetragen das Klima, das wir in Bayern derzeit haben und in rot umrandet das Klima, das wir für 2100 erwarten. Und dann kann man da besser schauen bei den Baumarten, wie sieht es aus? Also bei der Buche sieht es nur so aus, als ob wir uns in Bayern eigentlich in dem Klimabereich bewegen, wo heute auch Buchen vorkommen. Bei der Fichte wandern wir deutlich nach oben raus. Das ist nicht mehr der Temperaturbereich, in dem eine Fichte heute eigentlich vorkommt. Und bei der Tanne ist es so, dass da ein kleines Eck rauswandert. Die kann aber natürlich mit ihrer tiefen Pfahlwurzel einiges ausgleichen, weil die einfach an viel mehr Wasser hinkommt. Und bei der Eiche ist es so, die wandert eigentlich in ihren Wohlfühlbereich eher rein. Also Eiche wird man sicher deutlich häufiger sehen in Zukunft. Dann gibt es so Klimaanalogien, das finde ich sehr spannend. Das ist das eine Bild, das ich eh schon gezeigt habe. Wo man dann eben nochmal genauer für Emmering sich das anschauen kann, was passiert, wenn eben die Jahresmitteltemperatur auf 13,6 Grad steigt. Also das ist wirklich krasser Klimawandel. Da haben wir nämlich zumindest im Durchschnitt haben wir keine Monate mehr unter Null. Und die Jahresmitteltemperatur, die ist dann in den, oder nicht die Jahresmitteltemperatur, die Monatsmitteltemperatur in den warmen Monaten ist dann deutlich über 20 Grad. Und das ist natürlich für Bäume eine ganz andere Geschichte als das, was wir derzeit haben. Und da kann man sich dann anschauen, wo ist dieses Klima für einen mittleren Klimawandel und für einen harten Klimawandel, wo gibt es dieses Klima heute? Und da sieht man schon, dass für 2100 sich die Gebiete dann deutlich nach Süden verschieben, für einen milden, einigermaßen milden Klimawandel Richtung Genfer See. Also wenn man sich da dann mal umschaut, kann man sich ungefähr vorstellen, was dann bei uns sein könnte. Oder wenn es ärger kommt, dann sind wir mitten in Mittelitalien. Ja, und in Mailand rum, da ist ganz was anderes, als wir derzeit so haben. Das ist dann das nennt sich Eiszapfengrafik. Das sind dann verschiedene Baumarten, die eben entweder momentan bei uns oder die Baumarten, die häufig in diesen Gebieten vorkommen, wo man vermutlich landen wird, wo man jetzt halt einfach in die Wälder dort geschaut hat, was wächst denn da so und wo man sich dann über die Zeit anschauen kann, wie werden sich die Verhältnisse verschieben. Also so ganz viel
das bei uns noch gar nicht vorkommt, kommt gar nicht dazu. Aber selbst beim argen Klimawandel sieht man, also der Burgerhorn kommt eigentlich ganz gut zurecht, die Birke kommt gut zurecht, Hainbuche kommt eine Zeit lang viel besser zurecht und dann wird's aber wieder, wird der Streifen wieder deutlich dünner. Das ist also die Häufigkeit, mit der die Baumarten vorkommen. Und wenn es arg wird und gegen Ende zugeht, nehmen dann halt solche Baumarten wie jetzt Hopfenbuche, Manner, Esche, Pflaumeneiche, Esskastanie, Edelkastanie haben wir ja heute schon, die kann man heute schon bei uns anbauen. Die anderen gibt es bei uns eigentlich nicht, weil die den Frosch nicht der Backen, der bei uns einfach nur vorkommt. Und Rubine ist ja auch ein Baum, den wir durchaus schon haben, aber halt nicht wichtig. Also ganz wenige Bestände bei mir im Revier, nur höchstens ganz kleine. Aber da kann man einfach ein bisschen gucken und überlegen, was könnte werden. Welche Baumarten werden kommen? Also bei schon vorkommenden Baumarten muss man sich eben Gedanken machen über die Herkünfte, ob ich nicht Saatgut aus anderen, heute schon wärmeren Klimaten nehme. Die Verlierer werden sein flachwurzelnde Baumarten, ganz klar. Baumarten, die mit Hitze nicht zurechtkommen und die viel Wasser brauchen. Da brauche ich kein Wahrsager sein. Tiefwurzelnde Baumarten werden sicher besser zurechtkommen, weil sie einfach an mehr Wasser hinkommen. Und Laubbaumarten, die eben heute schon in wärmere Gebiete vorkommen, die mit wenig Wasser zurechtkommen. Welche werden das sein in Zukunft? Das wird Tanne sein, das wird Wildbirne, Wildapfel sein, das wird Elsbeere sein, das wird Walnuss sein, die man auch holzmäßig gut brauchen kann. Das ist Spitzerhorn, Robinie, Douglasie, natürlich auch ein bisschen Nadelholz, weil man auch in Zukunft für Dachstühle und so weiter braucht. Felderhorn, Hainbuche und Esskastanie. Linde, Vogelkirsche, kommt ja auch heute schon vor, kann man wunderbare Sachen damit machen. Eiche. Und Mehlbeere, auch ein Baum, der interessant sein könnte. Das ist bei uns jetzt was, was noch nicht so vorkommt, wo man aber durchaus schon in Franken hat. Speierling, sehr wertvolles Holz. Bei uns momentan froschmäßig noch echt schwierig anzubauen. Baumhasel gibt es einzelne Exemplare, die stehen in Fürthberg im Stadtpark. Wunderschöne Bäume. Dann Zeder, das ist Baumhaselfrüchte und Platno. Zedern, die gibt es wieder, Libanon-Zedern und Atlas-Zedern. Die kommen ganz selten momentan bei uns vor, aber wird vielleicht in Zukunft ein Baum sein, den man mal sieht. Zerreiche habe ich witzigerweise bei mir im Revier in Gernlinden einige. Also die wachsen schon, also die sind schon 30-jährig. Und das ist türkische Tanne, da bin jetzt ich, die haben es angebaut und sind ihnen eigentlich in die ersten Jahre 70% ausgefallen. Ob das ein Baum für die Zukunft ist, ich weiß es nicht. Also, sie wachsen unterschiedlich schnell, manche brauchen Schatten, andere Sonne, müssen unterschiedlich dicht gepflanzt werden. Das heißt also, wenn man langfristig im Mischwald will, macht es nicht unbedingt Sinn, bunt durcheinander zu pflanzen. Es ist eine Aufforstung, Fichte, Douglasie, Lärche, Tanne. Glaubst du, dass das ein Mischwald wird? Nach 3 Jahren sieht man eigentlich schon die Tannen. Da unten ist halt 40 cm hoch, die Douglasien und die Lärchen sind größer als ich. Also das kann kein Mischwald werden. Da wird sie eines durchsetzen und die Tannen werden alle untergehen. Das wird nicht funktionieren. Burgerhorn mit Douglasie, da sieht man jetzt noch nicht viel, ein paar Burgerhorn sieht man drinnen, von der Douglasie sieht man gar nichts. Ein Jahr später sieht man zumindest die Burgerhorn schon mal ziemlich gut. Die Douglasien immer noch nicht wirklich viel, letztes Jahr hätte ich keinen Pfifferling gegeben, ich habe mir gedacht, die Douglasien, die werden nicht durchkommen. Heuer
schaut so aus. Also das ist keine Mischung, die wir empfehlen, weil das nicht gut geht. Das sind zwei Lichtbaumarten, da wird eins übrig bleiben wahrscheinlich langfristig. Was wird spannend? Also wie mischt man besser? Also wir empfehlen gruppenweise oder truppweise zu mischen. Das ist das, was man von der Pflege her einfach auch besser in einen Mischbestand langfristig bringt. Weil wenn ich es sehr einzeln habe, dadurch, dass die einfach so unterschiedlich schnell wachsen, ist es sehr schwierig, die bis zum Ende alle zu behalten. Vorbau unter Schirm ist geeignet, das ist eine ganz gute Sache, ist geeignet für Buche und Tanne, für Schattbaumarten. Man sieht es aber da jetzt auch schon auf dem Bild, die sind gleich alt, die Tannen und die Buchen, die sind alles beides fünfjährig. Wenn ich das eng mischen würde, einzeln, die Tannen sind hoffnungslos unterlegen. Und da schließen sich die Buchen so schnell, dass das nicht klappt. Also man muss immer kleine Trupps zumindest machen. Also mindestens 25 Stück, besser eigentlich 100 Stück oder gar kleine Gruppen mit 300 bis 1000 Quadratmeter, dann kann man das gut hinbringen. So schaut es dann aus, wenn die Tannen noch ein bisschen älter sind. Da kann ganz lange der Schirm drüber stehen. Tanne kann 30, 40 Jahre unter Schirm stehen. Das macht ja gar nichts aus. Die wächst danach los, wie wenn nie ein Schirm da gewesen wäre. Buche unter Schirm geht nicht ganz so lange. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man es nicht zu lange dunkel hält, weil die sonst so spindelig werden, dass sie dann auch nicht mehr richtig umschalten können. Aber es funktioniert, wenn man ein bisschen schaut und immer wieder mal ein bisschen Fichte rausnimmt oder halt das, was drüber steht, muss ja nicht unbedingt Fichte sein, ganz gut. Bei der Rotalle sieht man schon, wie die explodieren. Das sind einfach Schnellstarter. Die wachsen die ersten 10 Jahre am allermeisten. Erstes Jahr, drittes Jahr. Das kann man gar nicht glauben, dass es so schnell geht. Und da kann man sich auch vorstellen, da kann ich eigentlich nicht wirklich was dazu mischen, weil da geht alles andere runter. Bei Lerche und Buche funktioniert es ganz gut. Das ist jetzt eine rein weiße Mischung, das geht. Die Buchen, die werden dann ziemlich einzwängt, sind aber schattenertragend und können dann gut mithalten, bis man in die Lerchen das erste Mal pflegt. Und dann kriegen die Buchen ja automatisch auch wieder Luft und Licht und dann geht es gut weiter. Da sieht man schon hier jetzt, wie viele Buchen da so drinnen stehen. Und die Lerchen sind natürlich um Lichtjahre dicker. Die grünen Knödel sind die Lerchen, die anderen sind die Buchen. Bei der Glasebuche ist es genauso. Pflanzt man auch so normalerweise 1,5 mal 1,5 die Buchen und die Lerchen, die Douglasien oder die Lerchen 3 auf 3 dazwischen. Also, dass dann praktisch 75% Buche steht und 25% Nadelholz. Das waren sehr schöne Mischungen. Oben drüber ist Nadelholz und die Buche dazwischen drinnen. Da sieht man schon, da sind die Douglasien und die Buchen sind ziemlich in der Überzahl. Die Douglasien wachsen drüber weg und werden dann auch ganz schöne Buchenqualitäten. Das ist dann Stieleichen und Bergahorn oder Edellaubholz pflanzt man auch nicht rein, sondern pflanzt man mit einem Nebenbestand, heißt das. Das sind in dem Fall da diese kleinen windigen dazwischen, sind es Linden. Das ist eine zweite schattenertragende Baumart, die man dazu pflanzt, um unten eben astfreie Schäfte zu erzielen, dass die, wenn man die Eichen oben pflegen muss, in der Krone freistellen muss, dann kommt ja auf einmal wieder viel Licht und dann kriegen die neue Äste, wenn da unten nichts ist, was Schatten wirft und deswegen pflanzt man eben Linde oder Hainbuche oder Rotbuche dazu, dass da unten was sich breit macht, die nicht so nach oben ziehen, die Baumarten und dann eben entsprechend Schatten machen auf die Eichen. Und das ist jetzt das Ganze im Ahorn, das ist Bergahorn mit Hainbuche in dem Fall, das rote wieder die Hainbuchen, die kleinen, dünnen und daneben der Bergahorn, gleich gepflanzt, also ist gleich alt, aber bleibt beides im Bestand, weil es eben die Mischung von einer Lichtbaumart und der Schattbaumart die ist oder schattenertragenden Baumart. Das ist was, was man auch noch öfter macht, was dann schon auch einen Mischwald ergibt. Das ist Fichten-Naturverjüngung ergänzt mit Bergahorn. Das ist eigentlich die einzige Laubbaumart,
die gut mithalten kann mit der Fichte, wo man eine dauerhafte Mischung hinkriegt, auch einigermaßen kleinflächig. Da sind ziemlich viele Bergahorn drin, die man auf den ersten Blick gar nicht so sieht. Und da kann man dann wirklich schon ein gutes Mischungsprozent hinkriegen. So kann dann ein Pflanzplan ausschauen. Da sieht man schon, dass das nicht mehr so richtig große Flächen sind, sondern dass das ziemlich bunt, kleinflächig auch gemischt ist. Je nachdem, die Tanne zum Beispiel ist deswegen da, weil da standortlich ein wechselfeuchtes Loch ist. Also wo kein Wasser steht, aber wo im Boden das Wasser halt bleibt, da fühlt sie nichts anderes richtig wohl. Und ja, also Fichten Naturfügung dann dazu nur, dann ist man schon bei relativ vielen verschiedenen Baumarten eigentlich in der Aufforstung. Das ist auch ein Foto aus dem Revier bei mir. Das ist in der Nähe von Holzhausen. Ich würde sagen, machen wir hier Schluss. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Portner, für den wirklich spannenden Vortrag und die vielen Informationen, die wir bekommen haben. Vielen Dank auch an Sie hier im Saal und vielen Dank an die Teilnehmer, die online auf der Bühne waren. Sehr gerne. Hat auch Spaß gemacht.